Oh, ich hasse es, wenn er die Attacke macht. Hätt' gedacht, du Penner. So. Zack. Jetzt geht's ab. Oh. Das ist unfair. Das ist unfair. Oh, das ist unfair. Aua! Jetzt. Oh, reicht's aber. Alter. Geht er nochmal so richtig? Ab, die kleine Drecksau. Ja, ja, lach du nur. Alter. Komm mal wieder. Nur drauf wartet. Dass ich einen Fehler mache. Jetzt krieg ich mich nochmal. Jetzt ist vorbei. Jappa. Verzeiht mir, Meister. Ich habe wieder versagt. Juno, ich bin fertig. Way. Oh, ein Holocron haben wir uns vergessen. Oh, eine geile Szene. Wir versuchen zu meditieren. Sith meditieren nämlich normal nicht. Das machen Jedi oft. Bauen ihre Lichtschwerter auseinander und wieder zusammen, so wie er. Castan Paratus ist tot, mein Meister. Dann bleibt nur eine Prüfung. Ich bin schon bereit. Nein. Du hast einen Greis und einen Verstoßenen besiegt. Du musst dich einem wahren Jedi-Meister stellen. Wem? Meisterin Shaak-Ti, eine der letzten vom Rat der Jedi. Du brauchst alle Kraft der dunklen Seite, um sie zu besiegen. Ja, mein Meister. Attentäter. Hat Vader uns gefunden? Vielleicht. Maris, hol deine Sachen und verstecke dich, wie wir es geübt haben. Kehre nicht zurück, bis ich dich rufe. Aber Meisterin, ich habe darauf gewartet. Lasst mich kämpfen! Nein. Ich führe den Attentäter allein in die Ahnenschlucht. Du kannst nicht gegen einen Sith kämpfen. Es wäre dein Ende, Maris. Wir gehören zu den letzten Jedi. Durch uns überlebt der Orden. Ich lasse nicht zu, dass die Sith dich fangen oder vernichten. Maris, bitte, geh zum Friedhof und warte auf meinen Ruf. Nein, sie wurde nicht verdorben. Noch nicht. Sie hat nur Angst. Möge die Macht mit dir sein, Maris Brood. Ja, ja. Ich verfolge euch.
Direkt vor euch müsste ein hohler Pilzturm liegen. Durch den müsst ihr durch. Maris Brood. Ah, cool. Shark T. Wusstet ihr, dass Shark T es zwei Versionen gibt von Episode 3, also entfallene Szenen? Einmal in dem Shark T von General Grievous umgebracht wird. Und einmal, wo Anakin als Darth Vader Shark T umbringt. Einheimische nähern sich. Ich spüre sie, die Macht ist stark bei ihnen. Aber George Lucas dachte sich, ja, Shark T, ein Jedi-Meister, die kann man nicht einfach so... Er wollte sie nicht irgendwie durch die zwei Szenen sterben lassen. Und so hat George Lucas, der, glaube ich, bei jedem Star-Wars-Spiel Mitspracherecht hat, auch Romane, glaube ich, gehen über ihn, hat dann gemeint, ja, Starkiller tötet Shark T. Aber das war jetzt mal genug für heute. Wir sind schon ziemlich weit gekommen. Und ich sag, bis später. Hallo, da bin ich wieder und der gute alte Starkiller auch. Und ich habe mal ein bisschen nachgeforscht, also mit Griffen ist das so eine Sache. Ich glaube, das haben die rausgenommen. Also ich habe nichts gefunden dergleichen. So, dass er den Gegner greift und dann mit dem Lichtschwert fertig macht oder so. Das gab es irgendwie nicht mehr. Hier in der PC-Version. Was erhalten? Upsala. Und dann eh... Ja, okay, ja, das weiß ich. So. Upsa. Wir sind noch... Einheimische nähern sich. Ja. Ich spüre sie, die Macht ist stark bei ihnen. Wo sind sie denn? Da sind sie. Das war eigentlich schade, weil ich habe die Gegner hier nur... fast nur mit diesen Griffen zerlegt. Was haben wir denn da? Was ist jetzt? Ah. Die Filusianer sind organisierter und mächtiger, als die imperialen Aufzeichnungen vermuten lassen. Alles klar, da steckt ein Jedi. Ein Jedi, sagt er. Aufstieg! Jungs, wartet mal kurz. Ich hab gesagt, warten. Ich bin gerade. Hallo? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich hab gesagt, warten. So, wir sind aufgestiegen. Ich muss langsam mal unser Leben tun, weil Shark T wird, wie soll ich das am besten sagen? Die wird hart. Info. Maximale Gesundheit. Cool. Kann ich nicht. Was kann ich denn? Schwertbeherrschung, Kombobeherrschung. Was bringt mir das? Okay, cool. Nee, dann warte ich lieber bis zum nächsten Aufstieg, weil das ist jetzt echt wichtig. Was kann man da machen? An Sprintschock! Ja, gefällt mir. Brauch gar nicht gucken, wie der geht. Ich weiß es. Gut. Und zwar geht er so. Geh weg. Dämliche Felucianer. Hätt's gedacht. Was willst denn du jetzt eigentlich? Komm mal du hierher zu mir. Alles fresh? Ha? Friezel? Ich liebe es. Mit der Macht müssen wir auch noch ein bisschen tunen. Ah ja, cool. Ein hohler Pilz. Oder Baumstamm. Oder so. Mm-hmm.
Aber vielleicht kriegen wir unseren nächsten Level gleich. Okay, da kommen schon ein paar und wollen spielen. Ups. Au, au. Weißt du, was cool ist? Und tschüss. Ey. 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 Hey, cool, wie habe ich das gemacht? Hä, kann mir jemand sagen, wie ich das jetzt gemacht habe? Hä, wie habe ich denn jetzt genommen? Das war nämlich der Griff, den ich gemeint habe. Moment, kurze Pause, kurze Pause. Warte mal kurz. Ist da noch jemand? Anscheinend schon. Okay, dann du weg. Wo ist er? Warte mal, wie habe ich das jetzt gemacht? Geh doch weg. Hä, wie habe ich das jetzt bitte gemacht? Hallo, hallo. Ey. Ehrlich, wenn ich eins nicht mag, dann ist es solche Angeber wie dich. Okay, wir brauchen Leben. Boah, hey. Wie haben wir das gemacht? Nee. Alter, wer schießt denn? Du Sau. Ah, geil! Leertaste, okay. Hahaha. Leertaste und schlagen. Ja, ich weiß es. Jetzt geht's ab, Baby. See ya. Oh. Das ist nicht gut hier. Hör darauf zu schießen da oben. Ich komm gleich. Geil, jetzt weiß ich, wie man es macht. Das ist echt mein Lieblingsmove. Schade, jetzt kann ich keine Javas brezeln. Da ist noch ein Schneckenviech. Hallo, Schneckenviech. Hallo, Dynamite. Was war das? Ups. Brezel. Komm her, du Sau. Hahaha. Oh, cool, da ist einer selber runter. Ey, ich hasse die Viecher. Komm mal du her. Oh. Dahin wollte ich dich nicht schleudern eigentlich. Hä, wie komme ich jetzt wieder da hoch? Kurz überlegen. Ah, da unten ein Pilz. Oh. So nicht. Nicht in diesem Ton. Und tschüss. Wie wär's mit... Au, au, au. Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Hörst du nicht auf mit deinem Blasrohr? Ups, das war nicht sehr klug. Und tschüss. See ya. So, jetzt gehen wir erstmal dahinter. Ich will wissen, ob da was ist. Aber per Zufall habe ich es jetzt rausgekriegt. Ich glaub's nicht. Ich bin einfach der Beste. Warte mal, ich glaube, von da komme ich her. Perfekt, dann haben wir es jetzt wieder. Oh, cool, da kommt schon der Nächste. Oh. Oh, tschüss. Ups. Warte. Lass mich überlegen. Gehen wir mal da hoch, Fragezeichen. Da geht's da lang. Oh. Strange. Ich bin auf jeden Fall auf der richtigen Richtung. Was war das? So nicht.